Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute habe ich aufgebrauchte Produkte. Ich habe mal wieder ganz schön viele Produkte aufgebraucht. Ich werde aber heute das Video in zwei Teile teilen. Also heute seht ihr mal Teil 1 und den zweiten Teil werdet ihr dann ein anderes Mal sehen. Weil wenn ich heute alle Produkte zeigen würde, dann wäre das Video einfach zu lang, weil ich sag's euch Leute, ich habe wieder so viel aufgebraucht und angesammelt, mein Müll hier. Also ich starte jetzt mal heute mit Teil 1 und wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich habe einmal aufgebraucht von Denkmit feuchte Bodentücher. Das sind diese mit Limette und Basilikumduft, ist eine limitierte Duftedition über den Sommer. Ihr wisst ja schon, wer meine Aufgebraucht-Videos schaut, dass ich diese immer wieder kaufe bei DM, weil ich die wirklich toll finde. Dann habe ich aufgebraucht feuchte Allzwecktücher von Domol. Diese hatte ich mal bei Rossmann gekauft. Die waren mit Zitronenfrische, 50 Tücher waren da drin. Und die rochen auch ganz toll nach frischer Zitrone, mochte die auch sehr gerne von Rossmann. Dann habe ich aufgebraucht Allzwecktücher von der Marke Blink. Diese habe ich mal bei Müller gekauft, auch 50 Tücher vom Inhalt her. Und diese waren mit Limette und Minze und diese rochen wirklich ganz toll frisch. Ich mochte den Duft sehr und ich habe diese auch schon wieder nachgekauft bei Müller, weil ich diese auch ganz toll vom Duft finde. Dann habe ich aufgebraucht Allzwecktücher von Denkmit. Und zwar diese mit Wassermelonenduft. Ist auch eine limitierte Duftedition, gibt es über die Sommermonate. Also ich muss sagen, dieser Wassermelonenduft war jetzt überhaupt nicht meins. Also nicht, dass ich Wassermelonenduft nicht mag. Ich mag Melonenduft sehr, aber dieser Duft riecht alles andere als nach Wassermelone. Es riecht einfach künstlich und ich kann da überhaupt nichts rausriechen, was nach Wassermelone riecht. Also es riecht künstlich und überhaupt nicht mein Duft so gewesen. Ich wollte das mal testen, aber dieses hat mir nicht so gefallen, weil es eben einfach nicht nach Wassermelone riecht. Dann habe ich aufgebraucht von Denkmit Glasreinigungstücher, also Feucht-Glasreinigungstücher mit Glanzschutzformel für streifenfreie und brillante Sauberkeit. Also für Glas, zum Glasputzen. Und da waren 20 Tücher enthalten. Ich fand die jetzt nicht schlecht, mal für zwischendurch mal einen Glastisch abzuwischen oder eben ein Spiegel, ist das Ganze in Ordnung, also fand ich jetzt nicht schlecht und würde ich auch wieder nachkaufen, die waren ganz gut. Dann habe ich nochmal hier feuchte Bodentücher, waren das genau, 15 Tücher in der Verpackung. Dann kommen hier noch einmal feuchte Allzwecktücher von Denkmit und diese da mit Granatapfel, die finde ich einfach toll. Die sind super, die finde ich toll, auch vom Duft her, die mag ich sehr gerne. Gibt es nur über die Wintermonate diese mit Granatapfelduft. Hatte ich aber noch Backups gekauft über den Winter, so dass ich im Sommer jetzt auch noch diese Tücher zu Hause hatte. Und ich habe die jetzt auch über den Sommer aufgebraucht, weil ich kaufe mir da immer im Winter mehrere Packungen, dass ich auch über den Sommer über diesen Duft habe, weil es diese eben nur über den Winter gibt. Diesen Duft finde ich einfach einen von den besten, muss ich sagen. Diesen mit Granatapfelduft und kaufe die immer wieder nach. Ganz tolle Tücher. Dann habe ich aufgebraucht softe Reinigungstücher von Balea mit Grapefruit. Genau, mit Grapefruit-Duft. Die rochen auch gut nach Grapefruit. Ich fand die jetzt nicht schlecht. Zum Make-up erstmal so entfernen fand ich die ganz gut. Steht für jeden Hauttyp geeignet, 5 in 1. Also ich fand die jetzt nicht schlecht, fand ich ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht, Leute, mein Waschmittel, mein Flüssigwaschmittel, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und zwar dieses da von Tandil mit dem Premium-Duft.
Purple Lotus. Gibt es nur ab und zu mal bei Aldi im Sortiment, aber dieser Duft, Leute, ist so gigantisch, so toll, der Duft. Oh, der Duft ist so toll. Und das Waschmittel selber ist lilafarbig und riecht toll und hinterher riecht die Wäsche auch noch wirklich sehr, sehr lange nach diesem tollen Duft. Ich bin begeistert von diesem Flüssigwaschmittel von Tandil. Und ich kaufe mir immer dieses Purple Lotus. Da gibt es auch andere Duftrichtungen, aber ich finde dieses einfach am besten und kaufe ich immer wieder nach. Wenn es diese bei Aldi gibt, dann schnappe ich mir immer gleich so 2-3 Flaschen, dass ich auch welche auf Vorrat habe, weil ich die so toll finde. Dann habe ich aufgebraucht Lenoir. Und zwar exotische Blüten, einen Weichspüler für 32 Wäschen. Fand ich ganz gut. Ich finde sowieso Lenoir Weichspüler toll. Ah, das riecht wirklich toll. Das roch toll nach Blüten und ein ganz toller Duft und mochte ich sehr. Da steht jetzt nichts, ob es limitiert war. Da steht mal nichts. Ich denke mal, dass es dann wahrscheinlich noch im Sortiment sein wird. Auf jeden Fall fand ich dieses gut von Lenoir. Dann habe ich auch gebraucht ein Vollwaschmittel. Das hatte ich auch schon öfter mal gekauft und zwar von Kuschelweich. Ein Waschpulver Sommerwind für eine Waschtemperatur von 20 bis 95 Grad, war für 18 Wäschen, ein ganz toller Duft. Habe ich auch schon wieder nachgekauft und finde dieses wirklich toll, dieses Waschmittel hier von Kuschelweich, ganz toll. Dann habe ich aufgebraucht All-in-One Geschirrreiniger Tabs von der Marke Priva. Da waren jetzt 30 solche Caps enthalten, Reiniger, Klarspüler und Salzfunktion. Konzentriertes Gel in wasserlöslicher Folie, also musste man gar nicht auspacken, weil es eben in einer wasserlöslichen Folie war. Hat das Geschirr aber toll gereinigt. Ich war damit zufrieden, kann ich nichts Negatives sagen und würde ich auch wieder nachkaufen, fand ich ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht eine Cremeseife von Isana und zwar Wild Leo. Aufregend floraler Duft. Mal schnuppern. Ja, war ein blumiger Duft, fand ich toll. Ich finde diese Seifen von Isana sowieso alle toll und hat mir gut gefallen, diese Seife. Dann, Leute, habe ich was aufgebraucht. Es ist jetzt aber was zum Trinken. Aber ich wollte es euch jetzt nur mal zeigen, weil es mir wirklich gut geschmeckt hat. Ich habe das jetzt mal mit reingenommen hier ins Aufgebraucht-Video, damit ihr das mal, wenn ihr das mal seht, mal kaufen könnt und mal probieren sollt, weil es schmeckt wirklich gut. Ich habe das erste Mal getrunken jetzt. Ich habe das erste Mal gekauft und habe gedacht, komm, ich probiere das mal. Und ich habe eigentlich gedacht, wer weiß, ob das schmeckt. Und erst war ich skeptisch, ob das überhaupt schmeckt. Aber als ich das probiert habe, Leute, hat es mir wirklich ganz gut geschmeckt. Und zwar handelt es sich um einen Aloe Vera Drink, ein Aloe Vera Drink und da waren auch so Stückchen drin mit Aloe Vera, also wirklich solche Stücke in diesem Getränk und ich fand es wirklich toll, das hat wirklich toll erfrischt und wenn man das in den Kühlschrank stellt und noch ganz kühl trinkt, also war wirklich toll. Habe auch schon wieder nachgekauft, also ab und zu mal so einen Aloe Vera Drink, finde ich wirklich ganz toll, müsst ihr mal probieren, also mir hat es wirklich toll geschmeckt. Ist natürlich jetzt auch Geschmackssache, weil eben diese Aloe Vera Stückchen da mit drin sind. Mag vielleicht nicht jeder, weil man es doch spürt beim Schlucken, dass eben diese Stücke noch mit dabei sind, diese Aloe Vera Stücke. Aber ich fand es jetzt nicht, also mich hat es jetzt nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand das Getränk echt gut. Dann habe ich aufgebraucht so ein Peeling, dieses Sugar Scrub von Balea. Von DM. Dieses fand ich wirklich ganz toll, kaufe ich immer wieder nach. Mit dem Zuckerpeeling da fand ich ganz, ganz toll, kaufe ich auch immer wieder nach. Dann habe ich aufgebraucht von Isana Folienaugenpads, so schauen die aus. Die sind so mit Glitzer gewesen.
Da steht sofort frische Effekt, Vitamin B3. Ja, ich muss sagen, und da steht natürlich auch kühlend, wenn man die vielleicht in den Kühlschrank legt, sind die kühlend. Ja, wie waren die? Also die Farbe des Glitzer, vom optischen her waren die natürlich toll, haben mir gut gefallen. Aber jetzt von der Pflege her habe ich jetzt eigentlich nichts so gespürt, muss ich sagen. Sie haben jetzt gekühlt, das stimmt, gekühlt haben die. Aber sonst, dass die irgendwas von der Pflege her, dass ich da was gespürt hätte von diesen, nee, eigentlich nicht. Ich habe da eigentlich nichts gespürt von diesen, außer dass die eben optisch schön waren und gekühlt haben, sonst nichts. Und ob ich die noch mal nachkaufen würde, eher nein. Dann habe ich noch aufgebraucht eine Zahncreme White Teeth von Colgate, war auch ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht eine Sheet Mask mit Kohle und Meeresextrakt, so schaut die aus oder so sieht die aus. Die Maske ist schwarz, gibt es beim Action zu kaufen und ich fand die toll. Hat mir sehr gut gefallen. Hinterher war die Haut auch schön geschmeidig und ich fand diese Maske toll, dass ich diese auch wieder nachkaufen würde. Dann habe ich aufgebraucht ein Deo, ein Spray von Nivea und zwar diesen da. Dieser heißt Fresh Summer, hatte einen sommerlichen Duft, also so ähnlich wie diese Nivea Sonnenmilch, hatte einen wirklich tollen sommerlichen Duft. Der Duft hat mir mega gefallen. Mal schauen, ob es noch riecht. Dann riecht es noch ein bisschen raus. Der Duft ist wirklich ganz toll. Und da steht, ist mit 0% Aluminium, langanhaltende Frische, ist eben ein typisches Deo für den Sommer. Hat mir gut gefallen. Würde ich auch wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Duschdas die Blue Maritimer Duft 2-in-1 Duschgel und Shampoo ein Duschgel. Von Duschdas fand ich auch gut. Also die Duschgele von Duschdas finde ich auch allgemein toll. Dann habe ich aufgebraucht eine Tuchmaske mit Wildrosenextrakt und Vitamin C. Die fand ich auch ganz gut. Gibt es auch im Action zu kaufen. Kann nichts Negatives darüber sagen. Und ja, würde die auch wieder nachkaufen. Die fand ich ganz gut aus dem Action. Dann habe ich von Dresdner Essenz ein Peeling und Bart aufgebraucht. Also dieses macht man eben so ins Badewasser, in die Badewanne. Der Duft war einfach richtig toll, Leute. Ein richtig toller zitrischer Duft mochte ich sehr. Und da steht verwöhnend und erfrischend. Und dieser Zitronenduft mit Minze da fand ich einfach mega, richtig toller Duft. Und ich mag diese Badezusätze von Dresdner Essenz gerne, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht eine kleine Pflegecreme von Balea, diese da. Diese war mit dem Duft von Orange und Vanille. Der Duft war wirklich ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Habe dieses zum Hände und fürs Gesicht genommen zum Eincremen. Ich fand diesen Duft toll, hat aber auch sehr gut gepflegt, muss ich sagen. Also ich war wirklich zufrieden mit dieser kleinen Creme. Hätte ich jetzt nicht gedacht und würde diese auch wieder nachkaufen. Eine ganz tolle Creme. Gibt es aber leider nur in so einem Mini-Format da, aber war ganz gut. Dann habe ich nochmal so eine kleine Mini-Creme aufgebraucht. Und zwar diese da mit dem süßen Koala-Bär da drauf. Diese heißt Be Fresh mit dem Duft von Eukalyptus und Jasmin. Und dieser Duft fand ich auch wirklich richtig gut. Fast noch besser wie den anderen. Diese gibt es jetzt leider nicht mehr bei DM. Habe diesen Duft jetzt nicht mehr gesehen mit Eukalyptus und Jasmin. Nehme an, dass es eine limitierte Edition war. Steht jetzt mal nichts drauf. Aber dieser Duft war wirklich toll. Und ihr seht, ich habe das wirklich komplett leer gemacht, Leute. Da ist nichts mehr übrig. Komplett leer, ne, dieser kleine Tiegel. Und ich wollte diese schon wieder nachkaufen, aber leider hat es die
nicht mehr gegeben, als ich bei DM war. Und da hinten steht, die reichhaltige Textur ist ideal für die Pflege von Körper, Gesicht und Lippen. Also man kann es für Körper, Gesicht und Lippen nehmen, diese kleine Creme. Und diese Verpackung fand ich richtig süß. Und ich finde es wirklich schade, dass es diese Creme nicht mehr gibt, weil die war wirklich ganz, ganz toll. Eine ganz tolle Creme. Dann habe ich aufgebraucht von Isana solche Kosmetik-Wattepads, super soft, 100% Baumwolle. Da waren 35 Stück enthalten mit Aloe Vera und Panthenol. Waren die ovalförmigen da, fand ich gut. Dann habe ich aufgebraucht nochmal solche Wattepads und zwar von der Marke Alvira. Die sind aus dem Action gewesen. Die sind eben etwas dünner wie die anderen, aber nichtsdestotrotz sind die eben auch günstiger und von diesem Preis finde ich die eben auch gut aus dem Action. Dann habe ich aufgebraucht eine Après-Tuchmaske von Sanozon. Gibt es auch bei Rossmann zu kaufen. Da steht mit Aloe Vera und Hyaluronsäure, erfrischend, beruhigend, sofort Kühleffekt. Fand die mega toll, diese Tuchmaske, die hat schön gekühlt. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Sonne gelegen ist, dass man ein bisschen das Gesicht am Abend abkühlt und erfrischt, fand ich die wirklich ganz, ganz toll, diese Après-Tuchmaske mit Aloe Vera. Ich war sehr zufrieden damit, fand ich toll. Dann habe ich aufgebraucht, Leute, eine Softcreme von Balea. Reichhaltige Pflege, intensive 24 Stunden Feuchtigkeitspflege mit Vitamin E für Gesicht und Körper. Ich habe es eben eigentlich mehr für die Hände genommen und fürs Gesicht. Und ich fand die wirklich toll, hat einen zarten Duft, also nicht aufdringlich, aber dennoch riecht man den Duft. Riecht sehr angenehm, muss ich sagen. Ein sehr angenehmer, zarter Duft. Frischer Duft hat mir sehr gut gefallen. Ich habe erstmal diese kleine Größe da genommen, in dieser Tube da. Da waren jetzt 100 Milliliter enthalten. Gibt es aber auch in einem größeren Tiegel. Nur ich wusste eben nicht, ob ich damit zufrieden bin. Dann habe ich erstmal diese Tube da genommen. Aber ich würde die auf jeden Fall auch wieder nachkaufen, weil die hat mir wirklich sehr gut gefallen, diese Creme da. Softcreme von Balea. Dann, meine Lieben, habe ich aufgebraucht von Balea ein Feuchtigkeitskonzentrat. Das waren solche Kapseln da mit Algenextrakt und Olivenöl. Hydrokick, seidenweiche Haut, frische Ausstrahlung, mildert Trockenheitsfältchen. Und diese habe ich ja von der lieben Stefanie vom Kanal Stefanis Beauty Talk zum Geburtstag geschenkt bekommen, zum Testen. Diese Kapseln fand ich ganz gut. Ich hatte da so ein seidiges Gefühl auf der Haut. Haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hatte aber auch schon diese Vitamin C Kapseln mit Vitamin C und diese mit Vitamin C haben mir ein Tick besser gefallen, aber nichtsdestotrotz sind die auch gut gewesen, haben mir auch gefallen. Dann habe ich aufgebraucht von Avon True und zwar ein Micellenwasser zum Reinigen von Make-up, war eben so ein Zwei-Phasen-Reiniger hier fürs Make-up, zum Make-up entfernen. Jetzt mal schauen, da unten steht es wieder ganz klein, weil ich es wieder nicht sehe. Genau, war für normale und trockene Haut geeignet. Dieses musste man eben so schütteln, weil es eben so auch ein Öl drin enthalten hatte, so ein Ölfilm hier. Musste man immer vor der Anwendung schütteln. Ja, ich fand es so mittelmäßig, also es geht so. Es war jetzt nicht schlecht, es war aber jetzt auch nicht der Burner, sage ich mal. Wasserfestes Make-up hat es jetzt nicht geschafft. Der Inhalt war hier 50 Milliliter, nachkaufen würde ich es aber nicht mehr. Dann habe ich aufgebraucht von Avon
eine Körpercreme. Diese war mit Granatapfel und Beeren. Mit wilden Beeren, genau, und Granatapfel. Inhalt waren 200 Milliliter. So schaut die aus, diese Creme. Und diese Creme, Leute, hat mir richtig gut gefallen. Die hat schön die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Wer jetzt trockene Haut hat, eine mega tolle Creme. Der Geruch war natürlich auch mega, hat mir sehr gut gefallen. Die riecht fantastisch, diese Creme. Oh, die riecht wirklich ganz toll, diese Creme. Der Duft, also der Wahnsinn. Der Duft ist wirklich toll. Hat auch, wie gesagt, die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich war begeistert von dieser Creme, hat mir sehr gut gefallen. Ist eben leider nur so ein kleines Fläschchen, ein kleiner Inhalt mit 200 Milliliter nur. Gibt es auch nur so in dieser kleinen Größe bei Avon. Aber ich fand diese Creme wirklich toll. Dann, meine Lieben, habe ich ein Duschgel aufgebraucht von Avon, und zwar von Avon Sensis. Und zwar dieses Citrus-Zing. Und dieses war mit Zitronen und Mandarinen. Ein Duschgel, und dieses roch schön zitrisch nach Zitronen und Mandarinen. Da kommt der Mandarinenduft raus. War jetzt ganz gut. Der Inhalt waren 250 Milliliter. Es gibt natürlich auch andere Sorten. Ich fand das gut. Ich würde das nächste Mal aber zum Probieren mal eine andere Sorte bestellen. Aber nichtsdestotrotz war dieser Duft eben toll. Schön für den Sommer. Ein schöner, zitrischer Duft. Ein Duschgel für den Sommer. Dann habe ich aufgebraucht, meine Lieben, ein Duschgel von Love Beauty and Planet. Ein mega tolles Duschgel, Leute. Mega toll. War ich begeistert. Der Inhalt waren 400 Milliliter. Und dieses war mit Rosmarin und Vetiver. Also der Duft, Leute, war richtig gut. Oh, der Duft, da kommt das Rosmarin raus. Wer den Rosmarinduft mag, oh, das riecht wirklich ganz toll. Also mir hat dieses Duschgel sehr gut gefallen. Der Duft richtig toll. Und auch von der Pflege her. Ich mag diese Produkte eh gerne von Love Beauty and Planet. Und würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ein ganz tolles Duschgel. Ist auch vegan, steht hinten drauf. Und da steht auch drauf, wie du jeden Tag bei der Haar- und Körperpflege einen kleinen Unterschied machen kannst. Unser Name verrät es dir. Also auf jeden Fall von Love Beauty and Planet ein tolles Duschgel. Dann, meine Lieben, habe ich nochmal ein Duschgel aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt es jetzt nicht im DM und auch nicht bei Rossmann, auch nicht bei Müller. Also es gibt es nicht in den Drogerien zu kaufen. Und zwar ist es das Duschgel von der Marke Tesori d'Oriente. Diese Marke kommt aus Italien. Und ihr seht, dieses Duschgel, diese Tube hat hier oben noch eine Kette dran, dass man es eben ganz toll in der Dusche auch so aufhängen kann, was ich mega toll fand. Kann man richtig toll aufhängen mit dieser Kette da. Optisch einfach unschlagbar. Schaut mal an, Leute, wie diese Tube aussieht. Und diese orientalischen Blumen hier drauf, dieses orientalische Muster, wie schön ist das? Hat mir sehr gut gefallen, mit Rosa, mit Pink, mit Blau, Türkis, goldfarbig. Einfach mega schön. Der Inhalt waren 250 Milliliter. Und es war mit Amla und Patchouliöl, Leute. Amla und Patchouliöl. Ein Traum, Leute. Der Duft, ein Traum. Einfach traumhaft, dieser Duft. Oh, Leute, wenn ihr das jetzt riechen könntet, Leute.
Das ist wirklich, wenn ihr da am Abend duscht mit dem und dann ins Bett geht, Leute, ich sag's euch, da schlaft ihr sofort ein, weil es so gut riecht, Leute. Wow, dieser Duft ist einfach unbeschreiblich. Ein ayurvedisches Duschgel, Tesorit Oriente, mit Amla und Patchouliöl. Da steht aromatische Cremedusche. Ganz toll, ich zeige es euch nochmal näher. Schaut mal diese Tube an, wie schön die ist mit dieser Kette da drauf. Und schade, dass es dieses Duschgel nicht bei uns in den Drogerien zu kaufen gibt. Sehr schade. Aber würde ich auf alle Fälle wieder nachkaufen. Ein ganz, ganz, ganz tolles Duschgel. So, meine Lieben, das war auch schon der erste Teil von meinem Aufgebraucht-Video. Den zweiten Teil werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Deshalb vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und natürlich noch das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr auch die Benachrichtigung, wann ich den zweiten Teil meines Aufgebraucht-Videos hochlade. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in meinem zweiten Teil von meinem Aufgebraucht-Video. Bleibt mir alle gesund und bis bald. Ciao!